hier ist Ronja und wir gucken heute was Wirres, okay? Was? Ich weiß auch nicht, was es ist. Jedenfalls, mir werden seit Tagen, ja, wahrscheinlich, weil ich diese Echt-Passiert-Geschichten gucke, mir werden seit Tagen die wirrsten Videos angezeigt auf YouTube. Wir gucken heute reicher Schüler versus normaler Schüler. Ihr fragt euch vielleicht, was sind die Unterschiede von reichen Schülern und normalen Schülern? Ich war ein normaler Schüler, ich war kein reicher Schüler. Ich bin auf eine reiche Schule gegangen, deswegen kenne ich viele reiche Schüler. Deswegen denke ich, ja, ich kann hier gut einschätzen, ob die Leute da an was dran sind oder ob das frei erfunden ist. Bevor wir aber anfangen, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, ja, sonst verpasst ihr ganz viele Videos. Und natürlich nicht vergessen, es gibt nach wie vor den Top-Kommentar am Ende jedes Videos. Also schnell sein, den Kommentar schreiben oder auch langsam sein, den Kommentar schreiben. Es macht tatsächlich keinen Unterschied. Aber schreibt auf jeden Fall einen Kommentar. Dann habt ihr die Chance, im nächsten Video eingeblendet zu werden. Und damit würde ich sagen, auf geht's! Oh, der Aufzug. Ein Fahrstuhl für einen armen Schüler. Darf ich anmerken? Links davon ist eine Treppe. Also straight up, da ist eine Treppe. Nimmt das Treppe. Kein Platz. Der Aufzug wirkt Denk recht nicht voll. Mal drüber nach. Leute, bewegt euch. Ist auch gesund. Das da. Sieht nicht gemütlich aus, Leute. Das sieht nicht gemütlich aus. Komm schon. Wie lange dauert das noch? Die Treppe ist doch da. Warum? Anstatt, dass ihr auf den blöden Aufzug wartet, da mit ihrem eigenen Security Guy den Fahrstuhl blockiert, Jungs, benutzt doch die Treppe. Seid ihr blind? Und der Security Boy ist auch nur so. Was geht? Sorry, Leute. Dieser Aufzug ist für den ganzen Tag ausgebucht. Kein Zutritt. Du kannst keine Aufzüge ausbuchen. Oh, das ist meine Lieblingsband. Ich liebe BTS. Sie starten einen Wettbewerb für das beste Bild. Jimin, komm her. Zeit für ein Foto. Ich bringe deine Pony-Frisur in Ordnung. Alice, ich habe eine bessere Idee. Wie wär's, wenn du ein Foto mit dem echten Jimin und Junji machst? Jungs, kommt rein! Das sind ja auch nicht die echten. Hi! Die sehen nicht mal so aus! Die sehen nicht mal so aus! Die sehen ganz anders aus! Hey, geht's dir gut? Sie hat damit wohl nicht gerechnet. Womit? Dass du einfach Fake-Leute hast und sagst, der echte Jimin und wer auch immer der andere sein soll, weil der nicht aussieht wie irgendein Mitglied aus BTS. Mit uns allen ein Selfie. Sagt K-Pop. Aber zum Glück hat sie ihren Louis Vuitton mit auf. Wir machen heute einen Wellness-Tag. Oh. Polly nimmt ein luxuriöses, reichhaltiges Bad mit Rosenblättern und Cleopatra-Extrakt. Das sieht aber das tut so gut. Gemütlich aus. Zum Glück hat sie ihr ganzes Make-up noch drauf. Ich will auch eine entspannende Spa-Behandlung. Aber ich habe nicht viel Geld. Jungs, da steht eine Chanel-Tasche hinter ihr. Da, da. Seht ihr das? Was ist das? Ein Schaumbad direkt im Zimmer. Ich entspanne mich mit meinem Entchen. Heute werden wir unsere Testergebnisse erfahren. Was für Testergebnisse? Oh Mann, bin ich nervös. Dieser Lehrer ist ein echter Dämon. Es ist eine Achterbahnfahrt. Dieses Video ist eine reine Achterbahnfahrt. Ich bin nach wie vor nicht sicher. Ich habe mich geirrt. Was hier passieren Oder soll. Auch nicht. Alice, komm her. Alice. Hier ist deine Note. Das ist die schlechteste Note. Ach. Aber warum? Ich habe gelernt. Polly, hier ist deine Note. Hat Polly gelernt? Sie hat überhaupt keine Angst, weil sie schon ein teures Geschenk für den Lehrer vorbereitet hat. Aha, aha. Okay, ich habe eine Entdeckung gemacht, ja, und ich möchte die gerne mit euch teilen. Meine Theorie. Ja, meine Theorie ist, die reiche Schülerin ist gar nicht reich und die arme Schülerin ist gar nicht arm. Die sind offensichtlich Schwestern, denn sie teilen sich ein Schlafzimmer. Und deswegen stand auch die Chanel-Tasche von dem einen Mädel im Zimmer von dem anderen Mädel, beziehungsweise in ihrem gemeinsamen Zimmer. Und die eine ist einfach nur ein bisschen faul, der hat nicht für die Schule gelernt, deswegen die 6. Und die andere Fräulein hat Adele, zwar auch eine 6, aber gibt ihr jetzt die leere Chanel-Tasche, wodurch sie ein A kriegt. Danke, aber deine Note ist immer noch schlecht. Nevermind, sie kriegt nach wie vor eine 6. Was ich auch schön finde, ist ein netter Touch, also wirklich, wo ich sagen muss, nichts wirkt reicher als Ohrringe mit Dollarzeichen. Also die kaufe ich mir jetzt auch. Ich würde auch gerne aussehen, als wäre ich Millionär, aber ich bin kein Millionär. Aber ich denke, mit diesen Ohrringen... Eine Kaffeepause zwischen den Unterrichtsstunden. Natürlich trinkt Polly den teuersten Starbucks-Kaffee. Natürlich, natürlich. Sie kann ihn sich leisten. Hey Mädels! Bumm! Oh nein!
Der Kaffee hat unsere weißen Shirts ruiniert. Oh nein. Wie gemein. Polly hat noch ein Shirt drunter. Wer hat ein weißes, identisches Shirt unter seinem weißen, identischen Shirt an? Wenn es ein Kaffeefleck ist. Als ob der dann nicht durchgeht. Also das Shirt, was sie drunter anhat, als ob das nicht nass wird. Was ein Witz. Na bitte, jetzt habe ich wieder ein sauberes Shirt. Das ist das einzige weiße Shirt von Alice. Nur reiche Schülerdinge, ha? Huh? Sie muss es auf kreative Art und Weise verbessern. Und die macht es nämlich mit Edding. Wow, du hast einen Kaffeebecher gezeichnet. Wow, du hast einen Kaffeebecher gezeichnet. Polly hat einen richtigen Anruf. Sie schwingt ihr neues iPhone durch den ganzen Raum. Sie sieht so elegant aus. Hey, das kann ich doch auch. Ich kann auch ein iPhone zaubern. Aha. Wow, was hat denn Alice für ein Smartphone? Hat sie einen Apfel draufgeklebt? Hallo, Alice ist auch ein richtiger Red ich mit dem Apple Support Team? Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt, was dieses Video mir sagen möchte. Ich dachte zwischendurch, ich hab's raus. Was ist denn das? Es ist so konfus. Guten Morgen, Zeit zum Aufstehen. Polly hat es nicht eilig. Sie kann noch eine weitere Stunde schlafen, während ihre persönliche Stylistin sich schon mal schminkt. Oh. Lidschatten, Lipgloss und Rouge. Das ist kein Rouge, das ist einfach nur Glitzer. Jetzt werde ich deine Haare stylen. Genial. Fertig. Polly muss nur noch aufstehen. Ja, okay. Oder du gehst einfach in die Schule, ohne dich zu schminken, so wie es ungefähr jeder macht, weil keiner Bock hat, eine Stunde früher aufzustehen. Ich habe mein bestes Kleid an. Vor allem, sie sind halt still da im gleichen Schlafzimmer. Und ich bin bereit. Wow, das ist ein luxuriöser, reicher Lebensstil. Du wohnst im Ich will auch so eine tolle Frisur. Aber ich habe kein Haare. Geld für einen Lockenstab. Naja, wie, mein du persönlicher hast kein Geld? Friseur... Jungs, nimm... Nimm doch einfach ihr's mit, du schläfst doch eh im gleichen Zimmer. Es macht mich auch langsam wütend. Ein gutes, altes Bügeleisen. Sieht aus, als wäre ich im Schönheitssalon gewesen. Vor allem Lockenstab, aber dann Bügeleisen benutzen. Das ist ein Glätteisen. Außerdem hatte die vor dir eins. Nimm das doch. Das Make-up dran. Grrr. Ich kann den Stift gar nicht mehr benutzen. Die geheime Zutat ist ein bisschen Spucke. Und ich sehe auch reich aus. Ich habe mich mit einem neuen Diamantring beschenkt. Mein Schatz. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu zeigen. Aber Alice bemerkt ihn gar nicht. Oh, Mann, Alice. Kann ich mir deinen Stift ausleihen? Klar. Okay. Alter, Alice. Ich muss drastische Maßnahmen ergreifen. Alice, kannst du das glauben? Ich habe einen neuen Kerl kennengelernt. Oh mein Gott, Alice. Ich habe aber kannst gesagt, du das dass ich glauben? Hier das sagen habe. Komm schon, Alice. Das ist ja voll Fällt dir crazy. Wirklich nichts auf? Oh, ein Ring. Nee, endlich. Das sind zwei Ringe. Alice. Ich will auch einen Ring. Hier ist mein neuer Maisring. Oh. Polly, schau dir das an. Gefällt der dir? Ist der nicht schön? Okay, ich muss ins Bett. Ich bin so lost. Ich muss das Licht ausmachen. Aber ich komme nicht ran. Mm. Und ich will nicht aufstehen. Ich versuch's mit einem Kissen. Steh oh, einfach Mist. Auf. Steh einfach auf. Turnschuh. Flieg. Wieso hast du Schuhe in der Wohnung Licht an? Aus. Wieder nicht getroffen. Was ist mit meinem... Nein, ich will dich nicht werfen. Buch, gib dein Bestes. Liz, ist das dein neues Spiel? Was machst du da? Ich brauch nur einmal klatschen. Und schon geht das Licht aus. Ihr wohnt in der gleichen Wohnung. Alice hätte auch einfach klatschen können. Alice ist einfach dumm, okay? Das haben wir am Mathe-Test gesehen oder was auch immer das war. Es tut mir leid. Alice ist ein Bücherwurm. Sie hat alle Bücher aus der Bibliothek mitgebracht, damit sie sich für den Test vorbereiten kann. Ein kleiner Klaue, oh, sind die schwer. Ist da jemand fleißig? Oh, wow, so viele Bücher. Und Polly hat leichtes Gepäck. Ihr Laptop kann eine ganze Bibliothek aufnehmen. Mhm. Zum Glück. Wir machen heute eine Prüfung. Hat sie denn ihr Laptop Fangt dabei? An. Alle normalen Schüler... Wer darf denn in der Prüfung einen Laptop benutzen? Da kannst du doch einfach die Ergebnisse googeln. Füllen die Testbögen aus. Aha. Es Aber ist auf Englisch. Nicht Polly. Polly, gibst du deine Arbeit? Nee, Polly kann nicht. Polly hat leider auf Netflix eine ganze Staffel irgendeine Serie geguckt, hat aber vergessen, den Test zu schreiben. Dann mit deinem Laptop ab? Ein normaler Zettel hätte auch ausgereicht. Vor allem ist es jetzt auf einmal kein MacBook mehr, ne? Hätte auch ausgereicht.
Wow, reiche Leute sind echt seltsam. Ja, reiche Leute sind echt seltsam. Das war's aber mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Wie gesagt, schreibt einen Kommentar, dann habt ihr eine Chance, ins nächste Video zu kommen. Der Top-Kommentar aus dem letzten Video ist hier einmal eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch an den, die, der, das Gewinnerin. Und dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.